Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Slither.io. Und wir wollen heute versuchen, in die Top 10 zu kommen. Ja, mal sehen, ob das was wird. So. Okay, er wusste schon, was ich machen will. Ah, irgendwie hängt das hier. Slither.io hat mal wieder Probleme. Ja, Leute, was soll ich machen, wenn es dringt? Okay, so, weiter geht's. Interessant, direkt gegen ihn geflogen. Okay. Gut, ich gehe weg hier. Heute müssen wir mal ein bisschen mit Lex klarkommen. Ich habe echt keine Ahnung, warum irgendwie Slither.io jetzt so Lex hat. Aber ja. Wo kommt dieser dicke Klops her? Er kam jetzt aus dem Nichts. Aber macht nichts. Okay, so. Ich glaube, das wird nichts mit Top 10. Mal gucken. Okay, zack. Wie können wir Top 10 werden? Der hat mich wieder auseinandergenommen. Junge, wieso? Hä? Ah, jetzt tut das Essen, ich wollte schon sagen. Alles klar, er haut ab. Schade. Jo, der ist fast in mich reingeflogen. Okay, ich weiß immer noch nicht, was er versucht. Aber egal. Jetzt fängt sie wieder an zu laggen. Oh, ich hasse meinen PC. Ich will endlich einen neuen. Leider dauert es noch ein Jahr. Also 2025. Chat, da habe ich auch mal endlich ein besseres Equipment, sag ich mal. Da will ich nämlich dann richtig durchstarten mit sämtlichen Dingen. Also es fängt erstmal mit einem neuen Tisch an. Ja. Also erstmal, ich will natürlich gucken, dass ich mir dann erstmal einen neuen Tisch hole. Und dann, wenn ich einen neuen Tisch habe,
Der Tisch, den ich mir holen will, der kostet auch irgendwas mit 1000. Aber das ist auch ein 2-Meter-Tisch. Also, der hat halt 2 Meter und ich werde auch so drei dicke, fette Bildschirme draufpacken. Und falls es auch noch passt, will ich da auch noch meinen PC dann später draufpacken. Weil es natürlich blöd, wenn der auf dem Boden liegen muss. Aber kann natürlich sein, dass er dann tatsächlich auf dem Boden liegt. Weil ich will mir ja 27 Zoll oder 28 Zoll. Ich weiß es gerade gar nicht. Könnte auch sein, dass es 28 Zoll ist. Auf jeden Fall will ich mir so Monitore holen, die irgendwann mit 27 oder 28 Zoll haben. Und halt 4K-Bildschirme. Und ja, das wird geil, Leute. Ich mache ja jetzt schon, also ich habe ja jetzt schon 4K-Bildschirme, allerdings sind die nicht so geil mehr. Die sind auch schon etwas älter. Das ist von Samsung hier. Die Monitore, die ich habe. Das sind auch 4K-Monitore, sind auch curved, aber ich will, ganz ehrlich sein, ich will, glaube ich, keine curved mehr. Da hole ich mir lieber einen richtigen Dingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Also, da hole ich mir lieber gerade Bildschirme. Ja. Na, also als erstes will ich mir sowieso den Tisch holen, weil das brauche ich erstmal. Ich brauche ja erstmal einen Tisch, um überhaupt die Monitor zu holen. Dann will ich mir okay, dann will ich mir Dingens holen. Also Tisch, danach PC und dann die Bildschirme. Also mit dem PC zusammen die Bildschirme. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich den PC direkt hole oder halt abbezahle. Weil, Leute, ihr müsst wissen, PCs sind teuer und gerade so ein PC, den ich haben will, beziehungsweise für euch, ne, ist das ja. Weil ich brauche nämlich schon einen etwas teuren PC auf jeden Fall. Den bezahle ich dann praktisch mit Kredit in Anführungszeichen ab. Weil man kann coolerweise nämlich auch auf Raten praktisch zahlen. Das kann ich auch mit PayPal. Also ich könnte jetzt auch sagen, ja komm, ich mache über PayPal und bezahle da in Raten. Ne? Könnte ich auch machen. Was ich auch cool finde, ist, du kannst bei PayPal bis zu 3 Monate später erst bezahlen. Das heißt, falls du mal in einem Monat kein Geld hast, bezahlst du es einfach in den anderen, also in den anderen Monat oder halt sogar in dem dritten. Weil du kannst zweimal praktisch verlängern, sag ich mal so. Und ja, das ist auch ganz geil. Na, also das mache ich dann wahrscheinlich mit den Monitoren. Ja. Oder ich bezahle die Monitore halt auch ab. Man kann die ja bei Otto, mittlerweile auch bei Amazon, glaube ich, auch ja, abbezahlen monatlich. Das ist, finde ich, auch eine ganz geile Sache, dass das auch alles möglich ist, ne? Dass man nicht immer alles direkt zahlen muss. Weil ich will mir ja 3 Bildschirme von den Dingern holen. Und die sind teuer. Das Problem ist, ich muss mir dann auch noch die Halterung dazu kaufen. Die Halterung kann ich wahrscheinlich sogar so direkt kaufen, weil die kostet irgendwann mit 155 oder so, ne, in dem Bereich. Das kann ich dann rein theoretisch sogar direkt kaufen. Weil das Geld habe ich. Aber ich habe keine 500 Euro für einen Bildschirm. Für 4K und 28 Zoll. Ich glaube sogar, wenn ich den. Also es gibt auch eine Variante für 31,5 Zoll. Der ist dann aber, glaube ich, 600 Euro oder so. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass ich einen 32 Zoll Bildschirm hole. Aber ich habe ja jetzt schon gute Bildschirme. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar gar keine 27 Zoll Bildschirme, sondern nur 24 Zoll. Also 27 Zoll ist dann doch ein Unterschied, ne? Und im Endeffekt ändert sich eigentlich nur die Größe. Ne? Ja. Und die Grafik. Ja gut, wobei, ich habe ja jetzt auch schon 4K. Aber ich freue mich. Also ich habe Bock. Ich habe Bock, ich habe Bock, ich habe Bock. Also nächstes Jahr irgendwann ist es dann endlich mal so weit, dass ich das machen kann. Boah. Ah, da habe ich schon Bock drauf. Ja. Eigentlich wollte ich das schon viel früher alles zusammensparen, aber es geht nicht. Also 1000 Euro für nur so einen Tisch. Also das ist ja extra ein Tisch, was angefertigt wird. Nach Wünschen. Ja, also ich habe angegeben, das soll 2 Meter sein. 2 Meter ist auch irgendwie so das
die Grenze, weiter geht nicht. Dann will ich noch, dass es ein elektrisches Dings ist, also zum Hoch- und Runterfahren. Was ich auch ziemlich geil finde, dass es das gibt. Und ja. Genau, ne? Danach kommen halt den PC, der Monitor und die Monitorhalterung. Ja, das hole ich dann halt mit dem PC direkt zusammen. Weil es bringt ja nichts, nur den PC zu haben und ich kann da aber meine Monitore nicht anschließen. Also ich könnte rein theoretisch meine alten Monitore erstmal da anschließen. Vielleicht mache ich das auch schon, wenn der PC vorher da ist. Also praktisch, wenn der PC früher da ist als die Monitore, dann schließe ich halt erstmal meine Monitore an, die ich jetzt schon so habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass es bei Otto und bei Amazon recht schnell da ist, ne? Weil den PC, den ich mir holen will, der ist von MIFCOM und die brauchen, glaube ich, auch 3 bis 5 Tage irgendwie. Steht da. Ja. Vielleicht mache ich dann auch so ein kleines Video über mein Setup. Wenn ihr darauf Bock habt. Könnte ich ja auch mal machen, ne? Auch als Short. Das kommt dann wieder es kommt dann wieder als Video und als Short, würde ich sagen. Ich hätte auf jeden Fall Bock, das zu machen, bin ich ganz ehrlich. Weil es macht auf jeden Fall Spaß, das zu zeigen und zu drehen. Muss ich halt nur gucken, wie ich es drehe. Weil ich habe natürlich keine Kamera für sowas. Ich habe eine Kamera, aber nicht für sowas. Also die Kamera, die ich habe, die ist praktisch für andere Videos. Genau. Ich glaube, ich drehe das dann einfach mit meiner Handykamera, wenn ich ehrlich bin. Und dann zeige ich euch das praktisch so. Ich werde auch nur die Gaming-Ecke da zeigen, ne? Das wird dann auch relativ groß sein, würde ich sagen. Da muss ich ja auch einiges wieder umstellen, merke ich gerade. Das wird blöd. Ja, da muss ich einiges wieder umändern. Allein, also da, wo mein Bett jetzt steht. Also da, wo mein Bett steht, muss dann praktisch der Gaming-Tisch hin. Weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe, den irgendwo anders hinzustellen. Weil da, wo jetzt mein Schreibtisch steht, ist ein Fenster und 2 Meter passen dann. Also passt schon, aber da muss man halt immer auf den Tisch klettern, um an das Fenster zu kommen. Das wollte ich sagen, genau. Deswegen muss ich das wahrscheinlich dann auch wieder alles umändern. Aber das macht nichts. Ne? Also da, wo mein Tisch dann, also mein Gaming-Tisch jetzt ist, mein Gaming-Bereich, da kommt dann praktisch mein Bett hin. Nee, warte mal. Da, wo ich jetzt bin, kommt mein Schrank hin und dann, da, wo mein Schrank steht, kommt mein Bett hin. Und dann muss ich meinen Fernseher auch ein bisschen wieder umändern. Weil mein Fernseher muss dann auch an den Dingens, an der anderen Wand dran. Ja. Und wenn das alles gemacht wurde, dann geht's auch mit dem Gaming-Dings weiter. Ja, ich werde mir erst den Tisch holen und dann muss ich ja sowieso noch die ganzen alten Dinge benutzen. Also mein PC muss ich auch noch benutzen für den alten Tisch und sowas. Aber ich habe dann halt schon mehr Platz. Das ist das Geil. Deswegen. So. Okay, wir sind relativ groß, ne? Wir sind jetzt fast 2400. Alle denn. Ich hoffe, ich kriege eine Ausbildung. Also, immerhin, also ich habe ja schon im Prinzip eine Ausbildung, weil ich hab ja beim Praktikum beim Straßenbau gemacht. Und dort haben die mir auch direkt einen Ausbildungsplatz angeboten. Das finde ich relativ geil. Also, ja. Mal sehen, mal sehen. So. Ja, ich glaube, ich beende jetzt auch hiermit das Video. Also, ich sag mal so, ich bin in den Top 10 geworden, oder? Also, der eine Kollege vorhin hatte nur 3000 oder so und ja. Leute. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten
In der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.